bin der Reitzamer Hermann, bin der Sektionsleiter vom Judo im Turnverein Zell am See. Wir haben die Sektion voriges Jahr im Sommer gegründet. Der alte Judo-Club hat sich aufgelöst und es war da immer noch ein Interesse da, dass der Judosport in Zell am See weiterlebt. Und wir haben in Biesendorf vor 4 Jahren schon gegründet und haben uns gedacht, wir werden das in Zell am See wieder machen und haben die Sektion im Turnverein gegründet, haben im Herbst den ersten Kurs begonnen mit 22 Kindern, von denen noch 15 dabei sind und haben jetzt im jetzigen Herbst den nächsten Kurs begonnen, wo wir auch einen regen Zulauf haben. Also wir haben jetzt so an die 40 Kinder, wie man in dem Film eh gesehen hat, alle relativ klein, also das ist uns das Liebste. Wenn wir mit der Ausbildung anfangen können, wenn sie gerade in die Schule kommen, weil dann sind sie am leichtesten zu beeinflussen, sage ich mal. Am leichtesten kann man ihnen was beibringen und man kann es dahin trainieren, wo man es eigentlich gern hätte, zur Disziplin und zum Selbstvertrauen, das was sie dann brauchen, und es geht einfach alles viel leichter. Dann sind wir eh schon beim nächsten Thema. Judo heißt der weiche oder sanfte Weg, Siegen durch Nachgeben. Das Wichtigste beim Judo ist, dass man auf seinen Partner achtet, wenn man ihn im Kampf begegnet, dass man achtet und respektiert, nicht verletzt, sondern nur im Rahmen der Regeln besiegt. Und so ist Judo dann sicher ein sehr guter Sport, um die Disziplin zu fördern und auch die Partner aufeinander abzustimmen, dass man die Verantwortung für den anderen übernehmen muss und auch durch das einiges erreichen. Was man noch natürlich dazu sagen muss, kein Verein kann ohne gute Trainer arbeiten, und da haben wir das Glück, dass wir einen Hartl Manfred haben, staatlich geprüfter Trainer, Träger des 5. Dans, der was das mit Leib und Seele betreibt. Dann bin ich als staatlich geprüfter Lehrwart mit dem 4. Dan. Dann haben wir einen René Gatt, ist geprüfter Übungsleiter mit dem 2. Dan. Und die Tanja Misic ist auch geprüfte Übungsleiterin mit dem 1. Dan. Und der Manuel Senekovic ist auch geprüfte Übungsleiter mit dem 1. Kio, das ist der Braungurt. Und so sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt und können das Training.